We are going to listen to one more initiative, the Solidarity Group Amazon, where workers from Amazon and activists are fighting together. Please. Hallo, ich mach's kurz. Mein Name ist Stefan von Amazon Solikreis. Ich bin hier zusammen mit Carsten von Amazon Brieselang. Ich wollte nur ganz kurz was darüber erzählen. Wir haben es ja heute schon bei Manpower gehört. Amazon setzt ganz stark auf Befristung, auf Leiharbeit, auf prekäre Beschäftigung insgesamt. Und das macht Amazon mit der Hilfe des deutschen Staates unter anderem. Also das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist eine Maßnahme dafür. Das andere ist das Jobcenter hier hinter uns. Gerade im Weihnachtsgeschäft ist es so, dass Amazon ganz viele befristete Leute einstellt. Jetzt im letzten Weihnachtsgeschäft waren es in Brieselang, hier in der Nähe von Berlin, etwa 500 Festangestellte, 200 oder 250 Befristete. Im Weihnachtsgeschäft davor waren es fast 1000 befristete Beschäftigte. Und wie kriegt man 1000 befristete Beschäftigte? Unter anderem, indem man zum Jobcenter geht und sagt, ihr müsst uns jetzt so und so viele Beschäftigte für die nächsten 2-3 Monate besorgen. Und dann legt das Jobcenter den Kollegen halt, den Leuten, die zum Jobcenter gehen, vor, dass sie unbedingt bei Amazon arbeiten müssen. Wenn nicht, dann werden sie sanktioniert. Ja, also der deutsche Staat sorgt dafür, dass Amazon immer wieder im Weihnachtsgeschäft für einen Monat, für 2 Monate, für 3 Monate, manchmal auch nur für 2 Wochen billige Arbeitskräfte kriegt. Die werden dann quersubventioniert vom Jobcenter und am 31.12. ist dann Schluss. Und wenn sie dann doch übernommen werden, beziehungsweise einen weiteren befristeten Vertrag bekommen, dann, die Probezeit ist immer noch nicht vorbei, man kann sie immer noch rauswerfen. Also man sieht hier sozusagen, wie verzahnt ein multinationaler Konzern wie Amazon mit den Mechanismen des deutschen Staates ist, um Befristung voranzutreiben, um Beschäftigte immer weiter unter Druck zu setzen. Und genau deswegen ist es notwendig, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und deswegen organisieren wir uns hier gemeinsam mit den Kollegen vom Amazon, um uns gegen diese Befristung zu wehren. Es gab im vergangenen Jahr mehrere Gerichtsverfahren, wo versucht wurde, Leute wieder hineinzubringen bei Amazon, die rausgeworfen wurden, beziehungsweise deren Verträge nicht verlängert wurden, weil sie Gewerkschaftsmitglieder waren, weil sie Betriebsratsmitglieder waren. Das nächste ist am 17.03. Vor dem Berliner Arbeitsgericht, zweite Instanz, am 17.03. Magdeburger Platz. Kommt vorbei, zeigt eure Unterstützung und das lassen wir uns nicht gefallen. Danke.